Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich habe gerade was gegessen, eine kleine Stärkung und deswegen habe ich das Spiel neu gestartet. Und jetzt siehe an, warte, siehe da, die Quests sind wieder da. Keine Ahnung, war irgendwie anscheinend nur irgendwie ein Bug oder so. Keine Ahnung. Aber wir können jetzt weitermachen. Tolle Taktiken, die Blackwater-Banditen waren Meisterdiebe, also soll ich in ihre Fußstapfen treten und eine Waffe aus einem Supermutantenlager stehlen. Stimmt. Das gehörte ja noch zu das fehlende Glied, ne? Abigail Singh konnte nie das Hauptquartier der Stehenden Bruderschaft finden, ein Ort namens Fort Defiance. Aber sie kannte die Position. Stimmt, das hat alles gefehlt. Okay. Wir haben aber keine Questmarkierung dafür. Ich bin übrigens jetzt mal bis zum Bunker hier gelaufen und habe mich hier ausgelockt, damit wir einmal kurz reingucken können. Ja, das nehmen wir mal mit. Ich will einfach gucken, wie es da aussieht. Den komischen Scheiß habe ich noch dabei, oder? Was unter Notizen? Wir haben es bestimmt dabei. So, und wir haben hier ein Versteck des Aufsehers. Aufseherin Logbuch Standort Bravo. Aufseher Logbuch. Raketensilo Bravo. Die Sicherheitssysteme funktionieren noch, wie in Silo Alpha. Ich schätze, dass es bei Charlie genauso aussehen wird. Aber das muss ich mir ansehen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich die militärischen Zugangsdaten erhalten soll, um reinzukommen. Meine Hoffnung, aber auch meine Angst ist, dass irgendeine andere Gruppe Überlebender versucht hat, das ebenfalls hinzukriegen. Wir müssen einfach weitersuchen. Okay, das merken wir uns einfach für später. Ist nämlich nur nicht relevant. So, das nächste Lager ist hier vorne. Da können wir direkt mal schnell hinreisen. Die Frage ist, stehlen. Heißt stehlen, wir dürfen dich töten? Oder dürfen wir alles töten und dann was nehmen, was uns gehört? Dann uns gehört. Stimmt, die Quests haben alle gefehlt. Ich weiß nicht warum. War wahrscheinlich wegen den langen Ladezeiten, dass nicht alles geladen wurde. Ach, guck mal. Stimmt. Du musst mal aus dem Weg, Junge. Stell dich mal hier hin. Oh, ist ja gut. So. Jetzt nehmen wir unsere Powerrüstung. Die ist so gut wie fertig. So, und machen auf jeden Fall mal den Torso fertig. So, mehr kann ich leider nicht. Fehlen mir noch ein paar Schrauben. Aber wir können schon mal reingehen. Okay. Muss ich nicht weiter kommentieren. Das nehmen wir mal alles mit und dann können wir hier noch mal ein bisschen was verarbeiten. Oh, ich habe wirklich nicht mehr viel dabei. Was ist mit meinen Waffen passiert? Ach. Ich weiß, was passiert ist. Keine Sorge, ist alles in Ordnung. Wir sind noch da. Es sind nur legendäre Waffen. So. Ja, wir haben alles halt dabei. Jetzt haben wir das Set Spezial und hast du nicht gesehen. Und die Katastrophe. Weil die Katastrophe hat natürlich keinen Schalldämpfer dran, ne? Wir sollten schallgedämpfte Waffen verwenden, wenn wir das jetzt schon machen. Erst, wenn wir entdeckt wurden. Powerrüstung wird in 10 Sekunden zurückgerufen. So, hat sich erledigt.
sind da gespawnt. Noch haben sie mich nicht entdeckt. Schalldämpfer ist das Beste, Leute. Wir müssen hier gar nicht hin, ne? Oder? Wir müssen direkt da rein. Ernsthaft? Ich finde es halt seltsam, dass je weiter man weg ist, umso weniger Schaden macht man. Das ist irgendwie seltsam. Da oben sollen wir was klauen. Sollen wir das Schild klauen, oder? So langweilig. Was soll denn die Aktion? Hast du da gerade ein Geschütz kaputt gemacht? Ich glaube, sie haben mich entdeckt. Okay. Okay, das macht überhaupt gar keinen Schaden. Alter Schwede. Ah, da oben ist einer drin, der hat mich gesehen. Bullshit. Brenne! 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 Wegen Schwäche macht's mehr Schaden, definitiv. So. Ach, da bist du. Aber da muss er schon Level 10 sein, damit es irgendwie Sinn macht. Immer schön auf den Kopf. Weiß nicht, ich verwende die Waffe ein anderes. Meine Fresse, ich kann nicht mehr reden. Ich verwende die Waffe für einen anderen Zweck. Hab was geklaut. Oh. Das ist nicht das, was ich machen wollte. Wow. Das sollte ich klauen? Hm. Legendär, oh mein Gott. Stirb einfach. Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Danke. Oh, nachtaktiv. So laufen die. Noch ein legendärer! Was ist denn hier los? Der Problemlöser. Minus 15% Schaden durch Roboter. Wird verkauft. Und nachtaktiv. Wird verkauft. So, wo landen Bomben? Hier unten wieder? Ach, da. Zwei Stück? Okay. Ach, das sind die... Ist denn die Bomben? Was ist das denn? Töte einen wilden Ghoul. Tolle Taktiken. Das ist eine wirklich tolle Taktik. Seltsame Taktik.
Gehen wir halt direkt zu Charlie und töten da einen Ghoul. Ich weiß nicht, was das für eine tolle Taktik sein soll, aber hey. Mach ich. Ich finde es ein bisschen schade, wir haben gerade zwei Legendäre fertig gemacht, nicht eine Waffe rausgezogen bekommen. So eine Scheiße. Irgendwelche Rüstungen, die keine Sau braucht. Minus Schaden gegen Roboter. Lass doch mein Zuhause in Ruhe, Jungs. Der hat einen Raketenwerfer. Okay, er ist weg. Puh. Ich bräuchte nämlich langsam mal so eine Waffe. Falls diese Waffe hier leer geht. Als Alternative. Oh, das ist nicht gut. Ich glaube, irgendwie sind die heute verbuggt alle. Hallo? Zeit bis zum atomaren Schlag. Nichts. Okay. Ist das, weil zwei Atombomben fallen? Ich glaube schon. Ist er schon so weit? Können wir es von hier aus sehen? Und die haben meinen Zaun kaputt gemacht, die Schweine. Ja, ich glaube, die Atombomben fallen gerade. Deswegen hat es geleckt. Ich komme hier nicht weg. Ich glaube, von hier aus können wir es nicht sehen. Aber es ist definitiv da. Ja, der Leck kam durch die zwei Atombomben. Versammeln sich die Leute schon wie die Geier. Aber gut, gehen wir erstmal weiter. Da ist Top of the World. Da muss das dahin irgendwo hinter den Bäumen sein, ne? Naja. Quest abgeschlossen. Krieg ich jetzt was dafür? Weil ich war ja dabei. So, ansatzweise. Offensichtlich nicht. Wieso laufe ich eigentlich von hier aus? Ah, ich habe die Dinger nicht auseinandergebaut, die ich gerade bekommen habe. Egal, wir werden unterwegs was finden. Hoffentlich. Ich höre immer noch das Grollen von den Atombomben. Also sind wir schon ein bisschen näher, ne? Sorry. Aber ist immer noch verdammt weit weg. Aber eigentlich hätte man es sehen müssen. Eines Tages stecken wir da auch drin, Leute. Eines Tages. Nur nicht jetzt. Ich frage mich, ob das Ende des Projekts dann wird. Oder ob ich hier noch ein bisschen die Gegend untersuche. Das Prinzip. Hä? Kann der noch leben? Er zieht natürlich pissig auf mich. Da ist irgendwas, was nicht auf der Karte markiert ist. Da gehen wir doch mal kurz hin. Das sind immer die interessantesten Orte. Oh doch. Sonstige, durchsuche den Big Ben-Tunnel nach Überlebenden.
Kann ich machen. Scheiße, ich wurde entdeckt, während ich das nicht nachgeladen habe. Mist. Das wäre klar. Aber vielleicht haben wir hier irgendwo eine Werkbank. Diese Lags. Präziser Griff. Oh, der eine war gerade schon Stufe 30. Da oben läuft wahrscheinlich noch einer rum. Sergeant Alamein. Alamein's Code. Sergeant Alamein, Ihr Kennwort für das Hauptterminal lautet Smokerboy. Ja, Sie haben richtig gelesen. Gewöhnen Sie sich diese Unsitte ab. Kriegen Ihre Lungen nicht auch schon so genug Dreck ab? Melody. Brief von Melody. Erstens, wir treffen uns am Kontrollpunkt beim Big Bend Tunnel West. Zweitens, der Angriffstrupp stürmt rein und drängt die Verbrannten zurück. Drittens, das Pionierteam legt die Sprengladungen. Viertens, alle Mann raus, damit wir den Tunnel sprengen können. Fünftens, falls es nicht nach Plan läuft, die Tunnel evakuieren. Bärenmentheads waren, glaube ich, ganz gut. Schon wieder die Feuerteufel, ja. Dann gehen wir einfach mal in den Tunnel rein und gucken, was da so abgeht. Das ist also eine Feuerteufel-Mission. Weißt du, jetzt habe ich mich eine Folge lang darüber aufgeregt, dass ich nicht weiß, wie ich mit Rose klarkomme, weißt du, und dann war das nur ein Bug. Verbrannte Erde. Besiege die Brandbestienkönigin, die den Cranberry Bock heimsucht. Ich glaube, das war nicht für mich. Ich glaube, das war auch wieder ein Bug. Die Brandbestienkönigin. Danke für den Spoilerspiel. Das ist bestimmt etwas für später, nachdem die Atombomben gefallen sind. Wir müssen hier in die Richtung, oder? Also wir schleichen hier definitiv durch die Gegend. Hier sind ganz viele Verbrannte. Und laufen wir einfach mal hier lang, mal da lang. Ist anscheinend richtig schön verzwickt hier, die ganze Geschichte. Außerdem spare ich Munition, wenn ich schleiche. Und vielleicht auch sogar Energie. Hier laufe ich doch komplett in die falsche Richtung. Zu spät gesehen. Fuck. Wie? Was? Jetzt bin ich verwirrt. Nee, ich muss in die Richtung. Wieso gibt es hier keine Höhlenkarte? In jedem Fallout und Skyrim und hast du nicht gesehen, Oblivion, meine ich, gibt es eine Höhlenkarte. Nur hier nicht. Warum?
Weißt du was? Wir machen es einfach aus. Wir gucken dann so. Haben wir hier vielleicht zufällig ein bisschen Kleber rumliegen oder Schrauben? Nein, schade. Shit. Ausgerechnet Level 23er sieht mich. Wieder mal typisch. Medics. Also hier könnte ich mich, glaube ich, ausruhen, oder? Ja. Nee. Verstreute Tagebuch, Seite 4. Herbst 2093. Es läuft besser als erwartet. Die Gruppe kratzt alles zusammen, was sich so finden lässt. Wir betreiben etwas Landwirtschaft. Wir überleben. Ich bleibe mit der stehlenden Bruderschaft am Ostausgang von Big Band in Verbindung. Ihre Anführerin Melissa hat sich uns gegenüber sehr großzügig gezeigt. Wir treiben Handel mit ihnen, auch wenn dieser Handel oft so aussieht, dass sie uns eine Vorratslieferung geben und wir ihnen im Gegenzug die wenigen Waffen und Tech-Komponenten überlassen, die wir auf unserem Beutezug finden. Für einen Handel ist das doch ziemlich einseitig. Einmal habe ich sie gefragt, warum ihre Gruppe so nett zu uns ist, und sie erzählt mir doch glatt, dass sie nur sicherstellen will, dass es meiner Gemeinschaft gut geht. Über dieses Wort habe ich auf dem gesamten Heimweg nachgedacht. Es ist jetzt über 10 Jahre her, aber ich sehe uns immer noch als Cuffroads, die sich in einem Tunnel verkriechen und auf das Ende der Welt warten. Ihre Worte haben mich hoffnungsfroh gestimmt. Das ist bestimmt nicht das Leben, das ich mir vor all diesen Jahren auf meinem Urlaub in Pleasant Valley vorgestellt hatte. Es ist ruhig, einsam und hart, aber es ist auch ein schlichtes Leben, das auf irgendeine seltsame Art und Weise friedlicher ist als das Chaos der alten Welt. Das Leben, das ich und meine Gemeinschaft auf uns, uns aufgebaut haben, ist real, es gehört uns. Und ich glaube, damit kann ich zufrieden sein. PS, meine Robco-Uhr ist kaputt gegangen, ziemlich ärgerlich. Wie soll ich denn jetzt noch ein Zeitgefühl haben? Man verliert in den Tunneln leicht den Überblick und das Wetter ist zu unbeständig, um sagen zu können, welche Jahreszeit überhaupt ist. Raider Power Helm, ja gut. Kann ich verschrotten. Krieg ich dafür irgendwas? Ich weiß es gar nicht. Das ist übrigens eine Halo-Eigenschaft, die ich mir angeeignet habe. Wenn Ruhe und Stille ist, nachzuladen. Und manchmal ist das halt auch ungünstig, wie ihr manchmal seht bei mir. Es ist halt ein Reflex. Sofort nachladen. Also ihr werdet bei mir niemals das Problem haben, dass ich denke, oh scheiße, ich habe nicht nachgeladen. Sondern einfach nur scheiße, ich lade gerade nach. So ist das halt. Wenn ich jetzt irgendwie Call of Duty oder so zocke, weil das ist ja ein bisschen schneller als so ein Halo. Dann habe ich immer das Problem. Achso, da bist du. Dann habe ich immer das Problem, dass ich sehr oft nachlade und dann schnell sterbe. Während des Nachladens. Oh, hier wimmelt es von den Viechern. Die wissen zwar nicht, wo ich bin, aber die wissen, dass ich Ärger mache. Da schießt jemand. Schießt auch. So stelle ich mir das gerade vor. Oh Scheiße, lebt noch. Was ist denn hier los mit der Textur? Okay, Big Boss ist auch tot. Ist da noch einer? Ah, scheiße, jetzt wurde ich entdeckt. Mist. Ah, die vergessen mich schnell.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da gucken wir gleich rein, ja? Na gut. Dann lass mal looken. Ah. Gut. Erstmal alles durchsuchen, hoffen, dass hier irgendwo... Ach, gucke mal. Junge Frau. Aber warum haben sie alle diese komischen Superheldenkleidung an? Immer wenn wir so eine junge Frau sehen, hat sie so eine Superheldenkleidung an. Weiß nicht, ob ich das auffällig finden sollte. Und ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo einen Schlüssel finden. Vielleicht kann ich irgendwie hochspringen. Moment. Easy. Ah, ich kann dich nochmal durchsuchen. Hä? Hätte ich wetten können. Isaacs Nachricht an das Faultier. Das majestätische Faultier. So missverstanden. So intelligent. Ja, es bewegt sich behutsam. Mit großer Genauigkeit. Aber mit bloßer Faulheit darf das nicht verwechselt werden. Oh nein. Das ist evolutionär. So viele deiner Jäger verfügen über herausragende Augen. Sie fangen ihre Beute im Flug. Aber fangen sie dich? Nein, das tun sie nicht. Du bist nur ein Ast. Nicht wahr, mein Kleiner? Keine Angst. Dein Beschützer, dein Erlöser, Meister Isaac. Ja, okay. Jetzt ging der mit ihm ab. Nein, der war Stufe 30. Kann ich nicht zurück? T45, rechtes Bein. Also ich habe doch Power-Rüstung an. Das kann weg. Das kann weg. Und das behalten wir noch. Der Torso kann weg. Du bleibst. Das Faultier also. Was ist das bitte sehr für ein Holoband, hä? Ich meine, es war cool. Es war ein Sprecher aus Bioshock. Das habe ich rausgehört. Ich glaube, das war der Künstler. Es muss der Künstler gewesen sein. Aber was der ganze Scheiß sollte, weiß ich auch nicht. Bin ich jetzt auf der anderen Seite? Nein. Wieso habe ich das Spiel ausgelacht? Selber schuld, Zero. Kannst du dich hier mit diesem Scheiß hier auseinandersetzen? Aber ich habe Glück. Ich finde sehr viele. Was normalerweise nicht so der Fall ist. Nice. Safe-Steuerung. Ah, Safe hätte ich ja so knacken können. Ich dachte, ich öffne eine Tür. Wo ist denn hier ein Safe? Oh. Gatling-Geschütz. Okay, wird gleich auseinandergebaut. Direkt weg damit. Hier ist auch abgeschlossen. Okay, vielleicht habe ich das Spiel doch nicht ausgetrickst. Schade.
Aber ich habe es uns zumindest einfacher gemacht. Verlängerter Lauf. Tot. Was ist denn auf diesem Server los? Und wo jetzt? Wieder da unten? Ne, das ist immer noch Einschlagzone. Ah ne, es muss hier unten sein. Achtung, Bürger. Eins. Ja, jetzt sind da drei. Was ist denn da los? Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Danke für Ihre Kooperation. Eine Schraube. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie viele Schrauben wir haben. Wir werden es testen. Nicht genug, 7. Das reicht noch nicht. Ich glaube, meine Rüstung ist ein bisschen buggy. Okay, ich vermute, den Schlüssel finden wir nicht hier, weil das ja eigentlich auch nicht der richtige Weg ist, um hierher zu kommen. Vielleicht merken wir uns auch einfach, was in dieser Nachricht stand, und es ist was anderes wichtig. Dann gehen wir erstmal weiter und gucken. Schuss, wir haben schon die Hälfte weggeballert. In der kurzen Zeit. Alle ausgeschaltet. Oh, 74 Fragen, das war ein härterer Typ. Und ein bisschen Radioaktivität. Oh, das ist noch einer. Ist auch nochmal ein Weg. Nee, ist es nicht. So, was habt ihr denn so schönes? Ja, die Kampfflinte. Ein Speer, warum auch immer. Eine Pamplan. Und noch eine Pamplan. Ist das ein Überlebender? Nee, dich habe ich getötet. Oh, hier ist noch ein Weg. Die kann ich nicht nochmal untersuchen, ne? Das waren die anderen. Ich will mich gar nicht ins Toilettenhäuschen setzen. So bauen die hier ein Toilettenhäuschen hin. Okay, ich finde diese Wege hier ziemlich irritierend, wie nichtssagend, vor allem wenn sie leer sind. Laufe ich jetzt zurück? Ich laufe zurück. Oder auch nicht? Ist so irritierend hier. Sieht alles gleich aus. Zumindest ist hier drin keiner. Kampfflinte, Stufe 30, ja. Das andere war eine Pumpgun. Aber wir sollten den Stufe 30er erstmal behalten. Gucken, was wir daraus zaubern können. Wie viele Atombomben sollen da noch landen? Soll ich auch nochmal hin? Pumpgun, justierter mittelgroßer Lauf. Oh, nehme ich. Kann man ja mal machen, ne? So. Oh Gott, ich sehe gerade, wir sind wieder. Ich vergesse es immer wieder. Das Spiel macht einfach Spaß.
Komm, nein, oh Gott, ich drücke die ganze Zeit die falschen Tasten. Wisst ihr was, Freunde? Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge und dann gehen wir weiter. Haut rein, euer Zero. Tschüss.